Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Trautenheim bei Tine Wittler und Peter Zwegert, die heute gemeinsam für euch hier den kleinen Stream machen. Was mache ich, wenn ich wenig Kohle habe auf einem fremden Planeten, wenn mein Schiff kaputt ist und ich eigentlich hier ja nur irgendwas entsprechend... Du hast das Crafting Table und das... Hab ich? Ne, das Cooking. Dann schaue ich da mal rein. Ich muss echt immer aufpassen, dass ich nicht auf der falschen Seite bin. Ich habe hier noch eine Truhe. Eine kleine. Also die Truhe muss nicht hin. Ich hätte auch noch eine Large. Die werde ich nachher gleich aufs Schiff oben. Also ich habe hier Toilettenpapier. Ah, kannst du draußen. Ach, den Crafting Table habe ich noch bei mir drin. Na, warte kurz, ich nehme kurz die kleine Kiste weg. Kannst du die nebendran stellen? Die Large Chest? Ja. Ja, genau. Liegt hier. So, und was habe ich noch? Also ich habe einen Wooden Craft. Stone Fairner hättest du noch. Nee. Doch, den müsstest du auf der Leiste oben haben. Ah, stimmt. Na, ich vergesse das immer. Wenn du andere Spiele spielst. Ja, wenn du irgendwelche Spiele spielst. Hm. Weißt du was? Jetzt mal. Und? Nee. Oh, ein Fenster? Nein! Okay, ich mache den Iron Anvil, suche ich gerade. Moment. Iron? Guck mal, wir haben sogar ein Fenster. Sehr schön. Moment, ich crafte hier gerade. Ich brauche viermal Iron. Ah, so, warte drei, kurz. Vier? Ich muss kurz die Irons dann noch in die Kiste packen. Ja, ich habe hier im Ofen gerade was reingehauen. So, dann kann ich nämlich hier rüber gehen und kann jetzt wieder Iron eingeben. Nein, keine Iron Lettern. Wir haben ein zweites Fenster. So, und natürlich war ich wieder so intelligent. Nein, mir fehlen noch zwei Stück. Warte, ich habe hier drin noch Silberbar. Da hab ich habe mal meine Kupfer. Kupfer, Iron Bar. Silberspitzhacke. Die Iron lege ich mir kurz mal aus. Kohle habe ich noch. Movies, keine Ahnung wieso. So, geschafft. Neue Quest. It's finally time for me to obtain 20 core fragments. I can obtain near the planet's core. Die sind drin. Müsstest dein Schiff bearbeiten dann. Damit. Das sind drin hier. Diese Core Fragments, ne? Ja, die Kernfragmente. Die musst du nehmen. Und am besten alles, was du hier siehst, also unser Häuschen, müsstest du am besten auf dein Schiff hochpflanzen. Yep. Das heißt, die zwei Chests plus der Stonefarer, der Crafting Table und der Anvil musst du mitnehmen. Ich guck gerade, wo die Core-Fragmente sind. Ich sehe sie gerade hier noch nicht. Die sind leicht orange. Ach, da, ich habe sie gefunden. Okay, ich habe die Kernfragmente. Dann beam ich mich ganz kurz nach oben. Ich nehme hier das Essen noch mit. Ne? Ja, das ist sehr schön. Ja, ich möchte ja eh noch nicht wegziehen. Wir müssen noch ein bisschen sammeln. Bevor du gehst. Ja, klar. Wir brauchen ja noch ein bisschen, wir möchten uns ja die Galaxis noch ein bisschen angucken. Außerdem weiß ich ja nicht, ob es irgendwas... Es sagt dir dann nachher einfach, es wäre besser, wenn du in einen anderen Teil gehst, um bessere Materialien zu bekommen. Okay. Aber das ist Schwachsinn. Irgendwie ist hier ein komischer Hase. Das ist eine Katze, aber okay. Ja. So. Ab. Muss nur gucken, wohin auf Refilled Copper. Ja. Er will 20 Arceus Kristall from somewhere. I can repair your FLD Drive. 20 ja. Bar auf Refined Kupfer. Failure. Okay, haben wir noch nicht. Ja, sollen wir dann hier ein paar Sachen hochtun? Ich komme mal wieder runter. Ja, ich komme auch gleich runter. Ich bin auf meinem Schiff. Kurz. So, dann nehme ich
runter. Oh, es sieht aber eigentlich alles so schön aus hier. Aber klar, wir müssen natürlich alles mit hochnehmen. Ja, aber das kann man im Beginn jetzt zuerst mal richtig farmen. Das heißt, wir müssen. Da ist eine Kohle Biene! Farmen. Hä? Da ist eine Biene sogar! Ja. Die kommen später noch dazu. So, und die Feinde sind schon auf unserem Feld. Ne? Ja, es sind ein paar Feinde auf unserem Feld. Ja, ich probier mal. So. Aber irgendwie kommt es mir auch so vor, als ob die Bäume schneller wachsen als früher. Das Update war vorgestern. Das ist krass. So, hier können wir noch ein bisschen was pflanzen. Reis. Den Iron Anvil kann ich mir auch noch schnell hochstellen, den haben wir ja eh doppelt. Bin gerade bei dir hier oben. Oh, sehr schön. Warte kurz, das kannst du gleich hier draufstellen, wenn du Kisten hast oder so. Nee, ich möchte den Iron Anvil, wo ich ja noch übrig hab. Nicht dieses Zelt! So. Nee, den brauchen wir. Darauf kannst du Kisten stellen. Genau, das war meine Idee. So, die kleinen. Oder großen Kisten, was du auch immer willst. Na? Glaube ich nur, wenn es mich nicht täuscht, 16 Slots, ja. Ja. Ist dann aber auch noch größer. Ja, aber die, wollte ich gerade sagen, die kommen ja dann später auch noch. Die größeren. Okay, ich beam mich mal runter. Habe ich jetzt alles mitgenommen? Ja, jetzt habe ich. Wie du siehst, ist seit dem letzten Update, dass sich das Wasser sammelt. Ja? Hat's doch davor auch schon gemacht? Nein, hat's vorher nicht ganz gemacht. Ach, haben die das komplett gemacht. Kaputt gemacht? Sobald es regnet, sammelt sich das Wasser. So, musst du wohl abhauen, du blöder Typ, glaub's ja wohl nicht. Guck mal, wie sie bei uns halt eben hier. So, hier nochmal ein bisschen. Wo sind meine Reiskörner? Korn. Bist du geschossen? Ich habe jetzt gerade nicht geguckt. Ich bin hier noch am Pflanzen. In guter alter Minecraft-Manier bestelle ich das Feld. So, und Yellow Petal fliegt raus. Was haben wir hier noch? Irgendwie positioniert er aber mein Inventory-Feld immer ein bisschen blöd. Das ist normal. Ja. So, nochmal Gegner, komm! Ich muss mich mal auf dem Planeten ein bisschen umschauen, was es hier so gibt. Eigentlich sollte ich mir erstmal noch irgendwie eine schöne Rüstung oder so machen. Ja. Wäre vielleicht ein bisschen vom Vorteil. Komm, dann komme ich nochmal zurück, obwohl mein Jacket mir eigentlich auch gefällt. Kannst du ja nachher anziehen. Guck mal, was ich trage. Ja, über Skinning. Ja, über Skinning. Guck mal, was ich sonst trage. So, okay, dann guck ich mal. Bist du's? Was ich trage sonst. Moment. Sieht auch stylisch aus, kann man nicht. Ja, aber ich habe halt einfach das grüne Anzug und den Helm gefunden. So, ich wird die... Am besten Türe immer zumachen, sonst fließt uns das Wasser nachher rein. Okay. Ja, das haben die auch so gemacht. Ja, aber das war doch schon früher ein bisschen so, wenn es sich regnet, dass dann das Wasser so ein bisschen... Viel. Okay, gut. Also, dann mache ich mir die Scouter-Sachen, oder? Was sind das? Die Copper-Sachen? Ja, also dieses T1-Material. Nee, nicht Copper, sondern Iron. Nein, nicht Iron.
Der steht Defender Plants, das sind die. Bei Iron haben wir nicht so viel, oder? Doch, ist mit Iron war es echt top. Ja. Ja, okay. Oder das doch das aktuelle T1-Set sein, auf dem Iron Anvil. Okay, dann bastel ich mir die Scouter Graves. Einmal, dann den komischen Scouter Visor. So, einmal anlegen. Wo haben wir die jetzt? Ach, der hat die schon direkt reingeschmissen. So, dann hätte ich eigentlich noch Chest. Dafür brauche ich noch 4 Iron. Haben wir die noch? Haben wir noch? Dum, dum. Craften. So. Machst du jetzt noch einen zweiten Stock hin, oder? Ja, ja. So, ich schmeiß das restliche Zeugs mal hier rüber. Eine schöne Dachterrasse, oder? Huch. Dann gehe ich nochmal raus aufs Feld. Wir haben hier schön Pflanzen bekommen. Oh, schönes Weed. So. Nee, wo sind sie? Yellow Petal, wie ich sie hasse. So, den hier einmal hinsetzen. Was haben wir hier noch? Ein Sapling. Der landet auch im Zerstörer. Und ich habe noch einen Wooden Crafting Table, den kann ich auch noch kurz oben hinstellen. Zum Beispiel, ja. Braucht man zwar nie wieder irgendwie so großartig. Ja, trotzdem brauchst du ihn später wieder. So, meine Katze liebt mich. Alles glasmäßig ausgestattet, oder? Sehe ich das richtig? Wollen wir schon haben? Wo hast du Glas her? Unten, ganz weit unten kommt Sand. So, oh, aber was ich auch gut finde, dass die Pflanzen jetzt stehen bleiben. Also gerade so, wie soll ich sagen, hier Mais und so, dass man das schön nachher auch Sachen backen kann. Oh, Terrasse auch. Mit Terrasse. Und es bilden sich auch keine Zombies drunter. Ich finde es heimelig hier bei uns. Ja, ich brauche nur noch Fackeln. Aber ich habe nur eine. Gut. Oh. Eine Fackel. Ich habe eine Fackel noch. Wo möchtest du hinhaben? Warte ganz kurz, ich will das kurz. So, an der Wand einmal. Ja, auch noch eine. Warte ganz kurz, bevor du sie hinpflanzt. So. Jetzt ist es einfach genügend hell ist. Na klar. So. Kommen wir gleich wieder. Kein Ding. Ganz weit unten ist noch eine Knochenschicht. Oh, echt? Richtig eklige Knochenschicht.
So, also langsam können wir echt gut hier. Ich brauche dem Feld auch noch ein bisschen Licht, oder? Was habe ich da noch? Oh, Korn sieht. Da haben wir auch noch mal Korn sieht. Ach ja, habe ich so noch. Ich habe noch Rice Seeds. Potato Seeds habe ich noch. Sauerkraut habe ich. Du musst nur einmal um den Planeten rumlaufen und dann hast du eigentlich genügend schon. Ja, das wollte ich jetzt dann gleich am nächsten Tag machen. Den nehme ich auch mit, warte. Da wirst du dich sicher freuen. Den habe ich auch in der Höhle gefunden. So, und alles? Ah, hier. Würden uns auch ein bisschen helfen. Und die auch. So. Tschüss, Katze. Ich hab mich nur umgezogen. Okay. Bandagen, die legen wir vielleicht mal noch in den neuen rein. Die Steel Drum, die könnte ich auch mal hier noch irgendwo aufsetzen. Ingredient. Ach, die war da drin. Nee, die war. Hä? Wo hatte ich denn. Ach, die habe ich auf der 5. Oh nein, machst du jetzt hier wirklich. Ist ja geil. Ist nett, ne? Also wenn ich nur halbwegs sowas klappen könnte. Oh, man, was für eine No-Funktion. Der Programmierer, der auf die Idee kam. Den konnte man da schlafen. Ja, der wird ja von tausenden Leuten gehasst, oder? Nee, es ist halt eigentlich ganz genial, weil es gibt auch Saxophone. Ja, aber wenn sie dann synchron wenigstens spielen könnten, sodass man eine Band aufmachen könnte. Es gibt eine Gitarre. Eine E-Gitarre. So, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg um den Planeten. Warte, ich komme gleich mit. Ich habe hier noch ein paar Seeds. Komm mal schnell gucken. Und die zweite Kiste gepackt. Ah, sehr schön. Dann packe ich meine restlichen auch noch rein. Ich habe hier zweite auch noch Kiste. Ein paar. Da habe ich ein paar. Und ich packe mein Korn und mein Weed auch noch rein. So, komm schon mit. Dann macht er mir die Türe zu. Du sagtest, immer die Türe aufmachen, wir bauen hier gerade und nicht am Hang. So, hier nicht. Ich würde am besten hier genügend sammeln, ne? Also die Kohle, wo wir jetzt hier sehen, gleich sammeln. Okay. Dann machen wir das doch. Sonst bekommst du lange kein Kohle mehr. Auf der anderen Planeten wird es sicherlich auch noch irgendwas haben, oder? Ja, klar, aber. Da hast du dann aber auch andere Werkzeuge, ne? Hier hast du Anfangswerkzeuge noch. Ja, stimmt. Also was Holz und Kohle anbelangt, bist du am Anfang Planet am besten okay. Bedient. Wenn wir irgendwas sehen, dann machen wir das, dann nehmen wir das mit. Ich nehme auch hier sämtliche Formen, da unten nochmal einen Gegner. Jetzt habe ich... Oh, ich habe da... Warte, hier ist auch noch ein bisschen Kohle. So. Bus. Macht mir nichts, aber ich töte dich. Oh nee. Nein. Oh. Nicht nur. So, hier auch noch ein bisschen abbauen. Zack, einmal. Ich habe meine Spitzhacke vergessen, wahrscheinlich. Oh. Ah, aber du hast schon den abgegradet, oder? Ja, ich habe ihn abgegradet.
Und das war's. Ja, warte mal kurz. Nimm die hier. Oh, hast du noch eine? Dankeschön. Warte, hier gibt's auch noch etwas Kohle. Du kümmerst dich so lange um den Gegner da drüben. Warum? Hier auch noch, zack. Mal weiter. Kohle. Ja, wenn du Kohle nicht sammelst, dann hast du nachher keinen Engine, um hier Maschine zu füllen. Ja. Lauter mir die ganze Kohle, wo ich hier halt abgegrast habe. Dann nimm sie schon. Du meinst die ganze Erde, wo du da unten hast? Das war. Ich nehme immer das Blasrohr. So. Das ist mir gescheiter. Oh, da ist auch noch mal Weizen. So, stopp! Peter, lieber nackt statt Pilze. So. So, da bin ich wieder nach. Hi, Servus. Du bist gerade live bei YouTube, nicht dass du dich wunderst. Oh, störe ich? Nein. Stören möchte ich das nicht, ne? Oder doch, eigentlich schon. Nein, Quatsch, natürlich störst du nicht. So. Ah, wieso ist die Kohle direkt hier unter? Unten ist was. Oh. Ja, aber mit denen bin ich auch schon öfters auf die Nase geflogen. Ist doch egal, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Stoppt ihr Fische! Stopp, Fisch! Oh! Was? Regenerieren. Also. Oh, regenerieren, ja. So. War was drin? Nö, war gar nichts drin. Die hast du wahrscheinlich schon ausgeräumt gehabt. Ich habe noch gar keine Kisten hier geplündert oder irgendwas. So, da oben gibt es wieder Weizen, den nehmen wir auch schön mit. Und hier natürlich wieder die Kohle. Komm, Kohle. Da ist auch wieder Kohle. Freue ich mich schon drauf, wieder dieses Plutonium und alles, aber hier habe ich eine richtige große Ader. Und er ist halt schon wieder kaputt. Okay, dann muss ich wieder den Abbau nehmen, aber der ist bei mir noch auf Level 1. Und da brauchst du nicht viel für, da habe ich eigentlich schon genügend vorgesammelt. So, jetzt kommt gerade ein Anruf bei mir. Ich mache ganz kurz Aufnahme stoppen. Bis nachher, ciao.